Und wie sehe ich aus? Ich weiß ja nicht. Einfach nur grauenvoll. Baby, du hast echt ihre Ideen. Aber warte. Irgendwie muss ich doch Gregor dazu bringen, dass der heute Abend noch kommt. Wenn er sieht, dass ich halbtot in meinem eigenen Blut schwimme, dann steht der 100 pro gleich panisch auf der Matte. Ja, aber es ist auch echt scheiße von ihm, dass er dich ausgerechnet an deinem 18. Geburtstag allein lässt. Ich meine, nur weil er wieder nach der Pfeife seiner Frau tanzen muss. Ja, heute tanzt er nach meiner Pfeife. Dafür werde ich sorgen. Shoppen ist so anstrengend. Ich sag's dir, Schatz, mein Tag war auch nicht ohne. Verstopfte Toiletten, defekte Wasserhähne und zwei Wasserrohrbrüche. Ja, ja, ja. Sag mal, was gibt's eigentlich zum Essen? Ich hab uns was Leckeres zu essen gekocht, Schatz. Also, Bibi, pass auf. Ich kann dir jetzt schon sagen, diese Nummer wird überhaupt gar keine Zukunft haben. Gregor ist der volle Arsch, ja, der seine Frau da total hintergeht. Du meinst, es ist jetzt alles super, aber es wird richtig stressig. Und ganz ehrlich, da ist eine Frau, die mit jemandem verheiratet ist. Und sowas geht nie, nie, nie gut. Willst du mir die Zehen brechen? Ach, pass nein, doch mal Schatz. Ein bisschen auf! Mann! Oh. Wie guckst du denn? Ist jemand gestorben? Danke. Aber Baby, sag mal, glaubst du echt, dass Gregor... Sorry. Aber so blöd ist, wie ihr deinen Ketchup-Spindel abkauft und wirklich kommt? Habe ich keinen Zweifel, da kommt schon. Ja? Bibi, ich bitte dich, du bist 18 Jahre alt geworden. Hast dir irgendwie die halbe Backe voller Blut hängen oder künstliches Blut? Stößt da mit deiner Freundin an? Für dich ist es also vollkommen normal. Der Mann muss von alleine kommen und nicht, dass ich da halb mit drei Messern im Bauch liege und dass der dann deswegen kommt. Was ist das denn bitte? Na dann, auf deinen 18. Geburtstag und deine Auferstehung. Ah! Und auf deine erfolgreiche Ausbildung zur Kosmetikerin. Was Bibi hier veranstaltet, ist zwar nicht strafbar, aber moralisch in Ordnung ist es auf keinen Fall. Sie täuscht ihren Tod vor, um Gregor zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. Dabei ist das doch nun wirklich nichts, womit man spaßt. Wo willst du denn jetzt hin, Gregor? Springst du rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn? Jetzt red doch mal mit mir, Gregor! Arne ist mit dem Platten liegen geblieben. Ich muss ihn abschleppen. Und wegen so einem Mist springst du jetzt hier auf und machst mich gleich ganz mit verrückt? Ernsthaft? Boah, komm, dann hau doch ab. Ich hab keinen Bock auf sowas. Bibi, hörst du mich? Hey, jetzt mach mal nicht so einen Aufstand, sonst rufen die Nachbarn noch die Polizei. Tamara, hast du schon einen Krankenwagen gerufen? Jetzt beruhig dich erstmal. Ganz ruhig. Hi, Schatz. Nicht nötig. Mir geht's super, wo du endlich da bist. Ich lasse euch erstmal kurz allein. Wie, was? Und das viele Blut? Ja, keine Angst. Ist bloß Ketchup. Ich hatte keine Lust, meinen Geburtstag ohne meinen Schatz zu feiern. Du hast mir so gefehlt. Ich hoffe, du nimmst mir die Notlüge nicht übel. Seit du vor 3 Monaten bei mir auf der Matte standst, um mein Wasserrohr zu reparieren. Ich krieg einfach nicht genug von dir. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich hab mir total Sorgen gemacht. Ich dachte, du hast dir irgendwas angetan. Liegst du halb tot oder stirbst sogar? Das alles nur, weil du mich vermisst hast? Heute ist doch mein Geburtstag. Das ist doch hier kein Grund, so eine Kindergartennummer abzuziehen. Ich lass mich doch nicht für dumm verkaufen. Gregor, ab diesem Zeitpunkt würde ich die Geschichte ganz, ganz schnell beenden, weil das Mädchen schaut gemein nach Problemen aus. Es ist eine, die macht so einen Stress. Wenn die sowas schon veranstaltet, nur dass du kommen musst, kann ich dir sagen, das Ding wird in die Hose gehen, weil die macht alles. Also die ist zu allem fähig. Ich wollte es nur sagen, du bist verheiratet. Schau dir mein Hemd an, das gibt's doch nicht, oder? Wenn ich so nach Hause komme, macht mir doch die Hölle heiß. Ist das alles, um das du dir Sorgen machst? Dein blödes Hemd und deine Frau, die sowieso nur an dir rummeckert? Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du den Abend heute mit mir verbringen.
Ja, Mensch, Mausi, natürlich liebe ich dich. Aber das ist alles nicht so einfach, wie du es gerne hättest. Wir haben uns doch diese Woche schon dreimal gesehen und Doris ist doch schon sowieso schon so misstrauisch. Dann sag ihr doch endlich die Wahrheit, dass wir uns lieben und trenn dich von ihr, so wie du es mir versprochen hast. Du weißt doch, wenn meine Frau was davon erfährt, schmeißt du mich aus dem Haus und... Dann ziehst du eben zu mir. Ist doch alles besser, als unter der Fuchtel von dieser Hexe zu stehen. Und von was sollen wir dann leben, wenn ich nicht mehr in der Firma von meinem Schwiegervater arbeite? Also vergiss den Unsinn. Sei ein braves Mädchen und hör auf rumzuzicken. Mein Leben ist doch sowieso schon kompliziert genug. Ich melde mich wieder, wenn es passt und ich zwar noch einen schönen Abend, ja? So ein Dreckskerl! Scheiße. Jetzt schon wieder. Was ist das denn für ein Scheiß? Hat Arne jetzt neuerdings eine Currywurstbude oder was? Ich denke, du warst Reifen wechseln. Ja, nicht ganz, aber fast, Schatz. Stell dir vor, auf der Landstraße Richtung Norden bin ich an einem Unfall vorbeigekommen. Ein Unfall? Ja, ein kippter Laster mit mehreren Ketchupflaschen und... Ja, keine Angst. Das ist bloß Ketchup. Sag dir doch endlich die Wahrheit, dass wir uns lieben und trenn dich von ihr. Die Straße war voll von dem Zeug, so eine Sauerei. Wie der Zufall auch wollte, genau da ist auch Arne mit seiner Kiste liegen geblieben. Wenn du mir nicht glaubst, die Polizei wird das bestätigen. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich glaub dir ja. So, und jetzt holen wir den verpatzten Abend wieder nach und ich kümmere mich ums Essen, okay, Schatz? Ja. Du hast bestimmt einen Bärenhunger. Scheiß Idee, sich auf einen verheirateten Mann einzulassen. Es gibt noch genug Männer auf dieser Welt. Übrigens auch noch genug Singles, ja? Aber nein, das ist ja nicht gut genug für unsere Drama-Queen. Die braucht natürlich unbedingt einen verheirateten Mann. Darunter geht ja nichts. Mann, aber Gregor und ich, wir lieben uns doch so. Und die Ehefrau, diese blöde Kudoris, die ist so fehl am Platz. Die lieben sich doch gar nicht mehr. Das ist doch alles nur noch eine Zweckehe. Hallo. Hallo. Baby, sag mal, ist das nicht Gregors Frau? Schauen Sie mal, ja. Die habe ich Ihnen mitgebracht, weil Sie mir das letzte Mal die Augenbrauen so toll gemacht haben. Oh, danke schön. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ach, gute Arbeit muss belohnt werden. Sie machen mich heute auch wieder? Nein. Die Chefin hat heute mich eingeteilt, weil Tamara ist ausgebucht. Aber ich gebe mir genauso viel Mühe. Ich bin Bibi. Hallo. Ich bin mir sicher, das macht sie genauso gut. Setzen Sie sich doch schon mal hin. Bibi, mach bloß keinen Scheiß. Zu spät. Das ist meine Chance. Na, Frau Nietzsche, sitzen Sie denn schon bequem? Sehr gut, danke. Und, wie schaue ich aus? Ja, auf jeden Fall sehr ausdrucksstark, würde ich sagen. Oh, Scheiße. Ich sehe aus wie ein Clown. Was haben Sie denn gemacht? Wo haben Sie denn Ihre Ausbildung gelernt? Im Zirkus zwischen Affen und Hochseilartisten oder was? Oh Gott, so kann ich unmöglich unter Leute gehen. Ups, war dann wohl doch ein bisschen zu viel Farbe. Zu viel Farbe? Damit könnte Picasso ein neues Bild malen. Ich will mich jetzt mit Ihrer Chefin beschweren. Mit dieser Aktion riskiert Bibi definitiv ihren Ausbildungsplatz. Wenn ihre Chefin herausbekommt, dass sie das Make-up absichtlich verhunzt hat, dann gibt es auf jeden Fall eine Abmahnung und bei Wiederholung sogar die Kündigung. Hallo Schatz. Was ist mit dir denn? Diese scheiß Auszubildende in diesem Kosmetikladen hat mir die ganzen Augenbrauen versaut. Ach Schatz, so schlimm schaut es gar nicht aus. Schaut doch eher so aus wie dieses Model. Diese Cara Delevingne da. Ach, komm, jetzt halt du bloß die Klappe. Mir reicht's echt mit dir. Ich hab die Nase gestrichen voll. Ich
Geh jetzt erstmal rein. Ich muss mich beruhigen. Sorry, Schatz. Dass wir diese kleine Azubi-Schlampe noch bereuen. Doris kann das Kosmetikinstitut wegen dieses Vorfalls in jedem Fall haftbar machen. Bibis Chefin müsste dann Schadensersatz anbieten, also eine neue Behandlung kostenlos. Und wenn sich das Malheur nicht sofort beseitigen lässt, eventuell auch noch Schmerzensgeld bezahlen. Hi Baby. Schön, dass du mich mal besuchen kommst. Was zur Hölle hast du dir eigentlich gedacht, meine Frau so zu verunstalten? Die hat gekeift bis zum geht nicht mehr. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie meine Frau sein kann, wenn dir irgendjemand oder irgendwas querkommt. Wer darf den Mist wieder ausbaden? Ich natürlich. Was sollte der Mist, Bibi? Auf jeden Fall hat sie jetzt schlafen gelegt, um sich zu beruhigen und etwas runterzukommen. Das Gezeter war ja auch gar nicht mehr auszuhalten. Oh Mann, ich wollte das nicht so, ehrlich. Ich wusste nicht, dass du so einen Stress dadurch bekommst. Ich habe das doch nur für uns gemacht. Ich war zu Doris nur so gemein, wie sie auch zu dir war. Und ich wollte dir eine Lektion erteilen, die hat nicht so mit dir umzugehen. Und irgendjemand musste ihr doch zeigen, wer die Queen von München ist. Und du kannst dich doch nicht wehren, weil du sonst aus der Firma geschmissen wirst. Wie lange willst du dir das eigentlich noch bieten lassen? Wann trennst du dich endlich? Fängst du schon wieder damit an? Mann, ich habe echt keine Lust mehr, eine von deinen ewig heimlich Geliebten zu werden. Wer bitte schön wird mit einem Stempel Geliebter auf der Stirn rumlaufen? Ich habe das doch echt nicht verdient. Ich will gemeinsame Abende, Urlaube, Geburtstage, eine Zukunft mit einem Mann, den ich liebe. Das wünsche ich dir doch auch, oder? Na klar. Ja eben, warum redest du nicht mit deiner Frau? Es muss halt einfach der richtige Zeitpunkt kommen. Das sagst du doch schon seit Wochen, Mann Gregor. Ich will dich Tag und Nacht bei mir haben. Wenn du dich von deiner Frau trennst, dann kannst du das jeden Tag haben. Sprich dich, ich werde alles dafür tun. Bibi, du willst mit dem Stempel Geliebte durch die Gegend laufen, weil du nämlich gar nicht verstehst, dass du nämlich deinen Job riskierst, dass du da total alles kaputt machst bei anderen Leuten. Der wird sowieso weder dich heiraten noch sonst irgendwas. Das ist alles Zeitvertreib. Vielen Dank nochmals. Ciao. Bibi, sag mal, merkst du nicht langsam, dass Gregor nur seinen Spaß will? Aus euch wird nie ein richtiges Paar werden. Was redest du denn für einen Schwachsinn? Du wirst dich schon noch wundern. Hey, das mit deiner bescheuerten Augenbrauenaktion habe ich schon gehört. Reicht dir der Stress mit der Chefin und Doris etwa nicht? Tja, die Chefin hat sich doch schon längst wieder abreagiert. Die hat mich einmal ermahnt und gesagt, dass ich beim nächsten Mal besser aufpassen soll, dass sowas nicht nochmal passiert. Damit sich auch Doris abreagiert, hat sie einen Massagegutschein zur Entspannung geschenkt. Und ich muss jetzt los, der dämlichen Kuh Doris zeigen, wie Clowns wirklich aussehen. Den Zirkus kann sie haben. Baby, was redest du da für einen Käse? Was immer du vorhast, lass den Scheiß. Ich muss mich beeilen, ich habe nur 3/4 Stunde Pause. Oh Mann, Bibi.